Ja, willkommen zum vierten Vlog. Ich bin Montag ins, ja, was heißt ins Krankenhaus gefahren. Also ich war Montag zur Blutbildkontrolle. Ich hatte ja letzte Woche drogenfrei. Und ich dachte mir, ich mache das Montag, damit ich mehr von der Schulwoche habe. Ja, denkst du? Also die Werte waren ganz okay. Dann wollte ich ja eigentlich Montag gleich zur Schule fahren. Daraus wurde nichts, weil das Wetter zu schlecht war. Genau das gleiche Spiel am Dienstag. Und ja, Mittwoch war es dann nachher einigermaßen annehmbar. Weil ich hatte einfach keine Lust, wieder über eine halbe Stunde am Bahnhof zu stehen und mir sämtliche Gliedmaßen abzufrieren. Bin dann Mittwoch also mit meinem riesengroßen Rucksack losgefahren. Man mag ja nicht meinen, dass man für 2,5 Tage so viele Sachen braucht. Ich habe es trotzdem geschafft. Ach ja, ich wollte eine Nudelparty im Internat machen, weil alle mir ins Ohr geheult haben, ja, und kein Gemeinschaftsgefühl mehr im Internat, Grüppchenbildung, keine Interaktivität mehr untereinander. Und da dachte ich mir so, gut, dem können wir Abhilfe verschaffen, machen wir eine Nudelparty. Ich bin dann Mittwoch noch das gesamte Internat gerannt. Ich war eigentlich so schon total fertig, aber ich wollte meine Nudelparty machen. Und bin dann durchs Internat gerannt und habe alle gefragt, ja, morgen Nudelparty, was willst du machen? Machst du Nudeln, machst du Soße? Wie beteiligst du dich? Hab dann soweit alles verteilt. Und dann hat man dann so viele Soßenleute, dass einige einfach sich nicht mehr essensmäßig beteiligen konnten. Und daher hatte ich dann gesagt, okay, bezahlt ihr 50 Cent, esst ihr mit und aufräumen gehört dazu. Weil die Leute, die kochen, haben ja im Prinzip den Aufwand schon mit dem Kochen selbst. Gut, der Donnerstag kam. Und ich habe mich einfach riesig auf diese Nudelparty gefreut. Endlich mal wieder was los im Internat. Und wir wollten gegen um 7 essen abends. Ich war die Erste, die mit der Soße fertig war, weil ich mir nicht den Stress geben wollte, da irgendwie zu viert um einen Herd zu stehen. Meine Soße war also fertig. Ich habe dann bloß geguckt, mitgeholfen, organisiert, koordiniert. Die Soßenleute kamen dann nachher alle und haben mir geile Soßen gemacht, also echt Däumchen. Und ich hatte 2 Leute für Nudeln eingeteilt. Wir waren insgesamt 18 Esser und 2 Leute, die Nudeln kochen sollten. Wenn wir jetzt eine Packung Nudeln für 3 Leute rechnen, dann sollten wir doch schon so 5-6 Packen haben. Was ja prinzipiell eigentlich kein Problem wäre bei 2 Leuten. Jeder kauft 3 Packungen und fertig ist der Lack. Dann kam die erste Nudelkocherin mit einer Packung Nudeln, schmeißt sie in den Topf, steht dann da. Ich sehe, ja, das war jetzt aber nicht deine einzige Packung, oder? Doch. Okay, habe ich mich erstmal gut aufgeregt. Habe ihr dann meine Packung Nudeln gegeben, dann haben diverse Leute auch noch Nudeln und Spaghetti geholt. Und dann kam der zweite Nudelzuständige. Und ich dachte mir, mindestens er hat mitgedacht. Nein. Er kam mit einer halben Packung Nudeln. Eine halbe Packung. Super mitgedacht, also. Ich dachte, ich werde nicht mehr. In der 11. Klasse sollte man noch eigentlich ein ganz kleines bisschen Grips entwickelt haben. Ja, dann wurde noch einer losgeschickt, um Nudeln zu kaufen. Und der zweite mit der halben Packung Nudeln steht dann da. Ja, läuft doch. Ich sehe ja, nichts läuft. Eine halbe Packung Nudeln immer. Die ist schon klar, dass eine halbe Packung Nudeln nicht für 18 Leute reicht. Ja, wieso? Läuft doch. Der MTS ist gerade ja losgegangen. Ich sehe ja. Aber auch nur, weil ich ihn losgeschickt habe. Also konnte überhaupt nicht verstehen, warum ich bockig war.
Dann hat dann das Essen super funktioniert, alle haben sich gefreut, total geil. Dann haben die Mitesser bezahlt. Und dann ging es ans Aufräumen. Und plötzlich stand ich mit dem Mädel, das Küchendienst hatte, alleine da. Dann ist mir mal eine losgerannt und hat die alle eingesammelt. Bis auf zwei Mädels, die der Meinung waren, sie müssten nicht aufräumen. Ich meine, ist klar, dass wir das nächste Mal nicht mitmachen, wenn wir so eine Aktion starten, weil ich habe keinen Bock, irgendwelchen Leuten hinterher zu räumen. Muss ich nicht haben. Aber wir haben beschlossen, das machen wir auf jeden Fall öfter. So irgendwie Gemeinschaftskochen und Essen. Ja, abends noch Internatssport. Da haben unsere Jungs gegen die Berufsschüler Fußball gespielt und verloren. Ja, war ganz cool. Freitag bin ich nur zur vierten und fünften Stunde gegangen, weil ich mich am Donnerstagabend noch bis spät in die Nacht mit einem Mädel aus meiner Klasse unterhalten habe und laber, laber, laber. Und dann gucken wir auf die Uhr und stellen fest, es ist schon 12:30. War nicht ganz so gut. Und Klein Horst, die braucht ihren Schlaf. Dann haben alle ihre Studienbücher gekriegt. Ich ja nicht, weil ich das erste Semester schon mitgemacht habe. Letztes Jahr. Und ja, dann nach einem Rückweg habe ich mir beim Chinamann noch lecker chinesische Nudeln geholt. Und das war dann im Prinzip meine Woche. Mein Wochenende ist nichts Nennenswertes passiert. Und was ich mir noch überlegt habe, dass ich für die Leute, die genauso wie ich ziemlich faul sind und den Blog nicht lesen wollen, ich weiß, ich habe da echt lange Texte geschrieben, habe ich mir überlegt, das Ganze in so einer Serie oder Reihe meiner Kamera zu erzählen und so mit euch. Ja, ganz nett, wenn ihr einfach sagt, was ihr davon haltet, ob es erwünscht ist oder nicht. Und dann verabschiede ich mich.